Und es ist tatsächlich das perfekte Wetter, um so Wellnessbehandlungen zu machen. Ich finde, dann entspannt man noch mal ganz anders und ist noch viel ruhiger, als wenn die Sonne draußen scheint und man sich denkt, oh Gott, ich habe dann immer so FOMO, also so Fear of Missing Out, dass ich irgendwas verpasse, wenn das Wetter gut ist. Und so kann man einfach ohne schlechtes Gewissen genau diese Dinge machen oder einfach auf der Couch sitzen am Abend oder so, ohne dass man das Gefühl hat, man muss noch mal raus. Und ich habe heute eine Behandlung in der Villa Boutet, weil. Ja. Und Leute, today's the day. Heute wird mal die richtige Toilette angebracht und auch mein Waschtisch wieder hergerichtet. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist die Scheibe für die Dusche. Das heißt, die kann ich erstmal nicht nutzen, ohne dass ich das ganze Badezimmer überflute. Aber ich glaube, dass ich meine Badewanne vielleicht heute Abend schon benutzen kann. Das wäre natürlich perfekte Abschluss für diesen Tag. So, meine Haare sind immer noch so ein kleines bisschen voll mit Pflegeprodukten von eben. Aber ja, die Metatherapie habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon mal gemacht. Das ist quasi so ein Ersatz für Microneedling. Beim Microneedling verletzt man ja quasi die Haut mit kleinen Nadeln und dadurch, grob zusammengefasst, erneuert sich die Haut. Bei dieser Metatherapie schieben diese so keilförmige, ich kann das so schlecht erklären. Ich baue euch gleich was dazu. Quasi die Haut so auseinanderschleusen, Produkt ein, zum Beispiel Hyaluronsäure und so weiter, und verschließen sie somit wieder. Wenn man dann gerade an so Stellen kommt wie hier oben, wo wenig Unterhautfettgewebe ist, dann merkt man das so richtig, wie es so am Knochen vibriert. Und dann kann es auch teilweise hier, hier und so um die Augen so ein bisschen unangenehm werden. Aber es tut auf keinen Fall weh. Also da finde ich Microneedling schlimmer. Ich zoome mal für euch ein bisschen ran, weil ich mache es tatsächlich, ich glaube, so sieht man es noch besser, weil ich hier so ein Melasma bekommen habe vor anderthalb Jahren ungefähr. Das ist einfach eine Hyperpigmentierung. Und genau, es gibt ja super viele verschiedene Arten von Hyperpigmentierung, entweder durch Sonnenschäden, durch Hormonveränderungen. Und hier ist super oft Hormonveränderungen. Super viele bekommen das auch in der Schwangerschaft. Nein, ich bin nicht schwanger. Aber ja, bei mir ist es vielleicht eine Hormonveränderung. Ich weiß es nicht. Damals habe ich extra alles abchecken lassen. Da war es normal. Also ja, ich weiß nicht genau, was die Ursache davon ist. Aber es können zum Beispiel auch Sonnenschäden sein. Ja, und dadurch wird es jetzt hoffentlich ein bisschen besser, plus natürlich Säurebehandlungen, um das Ganze nochmal chemisch aufzuhellen. Und ja, mal sehen, wie es sich verändert.